Grüß dich und willkommen zur TAP Herausforderung in Bloons Tetris 6 am 3.2.2024 auf der Karte Bloons Schwierigkeitsstufe Schwemm und Platzbaumodus. Und das sind die Regeln. Du darfst nur zwei Affen platzieren, hast 50.000 Affen-Dollar Startgeld. Das Ganze spielt sich in Runde 76 ab. Du kannst dein Geld aber nicht verwenden, weil du nur 7.400 Affen-Dollar Mindestgeld zur Verfügung hast. Und das Affenwissen ist hier deaktiviert. Okay, los geht's. Ich zeige dir hier zwei Lösungen und die erste Lösung geht wohl am schnellsten. Also, nimm meine Eisaffen, platzieren hier schön in die Kurve hinein. Mach als Verbesserung 1, 0 und 2. Dann nimmst du noch einen Zauberaffen, den platzierst du direkt hinter den Eisaffen. So in etwa, mach als Verbesserung 0, 3 und 1. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Unser kleiner Eisaffe verzögert die Keramikbloons, die sowieso schon ziemlich langsam unterwegs sind. Dadurch hat unser Zauberaffe natürlich deutlich mehr Zeit, hier ein Keramikbloon nach dem anderen zum Platzen zu bringen. Wenn du die beiden Affen richtig platziert hast, sollten sie es ohne Probleme schaffen können, hier alle Bloons zum Platzen zu bringen. So, das ist Sieg Nummer 1. Ich bekomme hier 90 Affendollar und ein paar Reißnägel. Bei der zweiten Lösung nimmst du einen Druiden und platzierst ihn hier auch schön in die Kurve hinein. Mach als Verbesserung 3, 1 und 0. Dann nimmst du noch einen Druiden, weil doppelt hält besser, bekanntlich. Und dann machst du als Verbesserung 1, 3 und 0. So, jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Dieser Druide stoppt das Runderneuern mit der Stufe 2 auf der mittleren Reihe und unser erster Druide schickt die ganzen Zeit die Keramikbloons zurück an den Start. Dadurch haben die beiden natürlich deutlich mehr Zeit, die kompletten Keramikbloons hier zum Platzen zu bringen. Und weil sie sich nicht rund erneuern, geht das natürlich deutlich schneller als gewöhnlich. Aber trotzdem dauert diese Lösung etwas länger als die erste Lösung. Die brauchen halt, keine Ahnung, etwas länger Zeit, um die Keramikbloons, die Keramikschicht von den Bloons hier aufzubrechen und dann die ganzen Bloons, die da hervorkommen, zum Platzen zu bringen. So, das ist Sieg Nummer 2. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.